Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play für Villagern PvP mit dem Hexer an der brodelnden Küste. Ne, eben noch Weltboss gemacht, Alter, gerade so reingejoint, eben gesehen, erstmal 49 Schulter. Ne? Und das Beste, sie passen auch noch so lala zum Transmog. Ne? Muss ich jetzt nicht mal zwangsweise ummorgen. Geht so, Hexer, ihr wisst, letztens im Hunter-BG und im Verstärker-BG, da haben wir dann die Quittung ausgeteilt. Ne? Aber geflamed, Alter, Übergebrechenshexer, immer dieses 4-Dot-4-Dot-Geschisse. Ne? Das geht so nicht, Freunde, so spielen wir auch nicht. Ich spiele sogar ohne Pet, ne? Wir kicken nicht mal, Alter. Wir werden die mit unseren instabilen Gebrechenszauber und Co. einfach komplett zerstören, weißt du? Die kommen so ran und denken, boah, krass. Der Hexer, der fährt bestimmt gleich mit meinem coolen Argus Hero Mount. Und dann kommen wir runter und dann gibt's direkt hier im Flug schon Dots auf die Fräse. Weißt du, was ist das überhaupt? Ein Bärchen? Warte, du bist doch kein Bärchen, ne? Dann nicht mal. Ah, hier ist es eigentlich jetzt hier. So, ja, mal Flug der Sprachen drauf, weißt du? Und dann hier schön die Dots. Ja, und das ist der Heilerfokus. Da kommt wirklich Heilerfokus. Schön so ein Dragosa drauf, jawohl. Du verpisst dich hier einmal mit dem vier Geschisse. So, und dann schön weiter auf den Kollegen. Ja, come on. Sehen die drauf. Und jetzt, na, nicht mich kicken. No, warum denn immer auf mich, Alter? Why? Warum ich, Alter? Nein, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, ich brauche mal hier den Höllenbestien-Stun. Komm, schön bei dem Heiler hier rein. So, bam, Junge, schön. Und jetzt weg mit dem. Komm schon. Der Hexer muss hier mit Höllenbestien kicken. Snow ist auch drauf. Come on, der muss jetzt umfallen. Ja, es geht doch, Junge. Da muss der Hexer hier mit der Höllenbestie reinstunnen. Weißt du, so schlimm ist es. Ja, dann haut mich um jetzt, Alter. Wenn er unbedingt wollt, kein Problem. Der Heiler ist weg. Den Rest werden die Kollegen ja wohl hinkriegen. Ne, wenn da sonst schon keiner kickt, Alter, wenn sonst schon keiner stunt, ne, dann muss es halt so laufen, Alter. Ich weiß nicht, ich hatte schon BG eben. Alter, und da war ich im Fokus des Hasses. Die hatten drei Krieger. Touchdown, machst du nichts, ne? Machst du einfach nichts. So, ich hoffe, das geht jetzt nicht genauso weiter, weil wir sehen, jetzt hier kurz vorm Spawn-Timer ist noch ein DK bei uns. Da kommt jetzt langsam aber sicher der Rest. Warum denn immer auf mich, Digga? Warum bin ich denn hier im Fokus? Ich bin hier mal ein guten Hexer. Weißt du, ich spiele nicht mal so, wie es am besten wäre. Ich spiele so, wie ich Bock habe, weißt du. Funktioniert auch ganz gut, haben wir eben gesehen, ne? Das kann schon gehen, auf jeden Fall, aber... warum muss da auf mich rangecharged werden, weißt du? I don't understand, Junge. So, unser Pet ist da, zack, komm, das Opfer gleich mal hier, ne? Nicht, dass das denkst, kann hier Ferien machen oder so an der Küste, so ja nun gar nicht. So, Freunde, gucken wir hier mal hoch, wa? Schauen wir mal, was die Kollegen von der Allianz hier so vorhaben. Oh, die wollen hier abbauen, ne? So natürlich gar nicht, Freunde. Das müssen wir natürlich jetzt auch dazu sagen, so natürlich gar nicht. Warum genau ist der in Bär? Das verwirrt mich, ne? Freunde, ich muss mir auch angewöhnen, dass wenn ich verwirrt bin, trotzdem vielleicht anklicke, ein bisschen was caste oder so, ne? Wäre bestimmt gar nicht so schlecht. Schon wieder kommt der auf mich zu, Alter. Und direkt der Solarstrahl vom Druid. Wollt ihr mich verarschen? Das glaube ich doch langsam nicht mehr hier. So, guck mal, wie viele instabile Gebrechensdots du jetzt bekommst, du mieser kleiner Pisat, der sich schön versteckt, ne? Schön in Stairs, jetzt engaged da gleich wieder auf uns, Junge. War das gerade totstellen mitten rein? Ja, dann mach das doch. So, hier nächsten Dots für dich, da kommt wieder der Heiler-Schisser, ne? Gleich mal hier schön, Fluch der Sprachen drauf. So, die nächsten Dots, die fliegen einfach. Der Schork ist anscheinend abgehauen oder was, ne? So, guck mal, wie langsam der Cast in dem Fluch, den er einfach von sich runtergenommen hat. Okay, darum castet er normal. Komm, jetzt muss er weg. CC, den Dudu, macht irgendwas mit dem Dudu. Ja, wunderbare Sache. Ist egal, macht nichts mit dem Dudu. Fällt trotzdem oben der Sack, ne? So. So wird dann Schuh drauf. Komm, instabiles muss hinterher. Noch eins. Ja, sehen die hinterher? Ja, come on, Max Range. Gerade. Schade, kriegt sich hoch. Aber ihr habt gesehen, ne? Wenn wir stehen... Wenn wir ein bisschen den Fokus von uns umgelenkt bekommen, Freunde, dann kann das ganz gut funktionieren mit dem Hexer. Dann müssen wir nicht so ein 24-7-Geschiss hier machen. Alter, wo ist er denn hin? Junge, was macht er denn da hinten, Alter? So schön gestunt, schön die Dots hier mit draufgepackt, ne? Und hier einmal sehen die, so, zum KS. Ne? Schön, sauber abgefrühstückt, da den Kollegen. Ah, nur leider kein KS gewesen. Er ist so ein bisschen das Ding beim Hexer. Du kannst zwar Schaden machen mit dem Dot-Gedöns, aber Kills kriegen, Alter, ohne Sater Verderbnis im AOE zu spammen, schwierig bis belastend, Brudi. Ja, auf jeden Fall schwierig bis belastend. So, wir sind jetzt ganz gut nicht umgefallen. Haben ja auch mal zwei Healer dabei. Ich glaube sogar zwei Palas. Ne, das läuft auf jeden Fall. Können wir uns ja mal ein bisschen positionieren. Oh, der lebt schon in 2019. Ne? Der stellt hier jedes Mal noch einen Seelenbrunnen. Richtig nice. Ich stelle Tor und er so Seelenbrunnen, Digga. Seelenbrunnen. Der Seelenbrunnen, das ist beste Item. So, ich glaube, hier ist aber voll genug. Da hinten, da ist voll genug mit Alis. Wo ist denn der Rest von uns? Wo sind denn die Fights vorne? Da oben vielleicht. Gucken wir da mal hin, ne? Schauen wir da mal vorbei. Immer 2 bis 4 an jeden Stein. Ja, das wird nicht funktionieren. Das ist eine wunderbare Theorie. Da wäre ich auch sofort dabei, aber das wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Hier, so, hier sind wir mal der Erste. Gucke, dann gewinnen wir easy der Xaro, ne? Ich glaube, das war eben der in dem BG, der geschrieben hat, lol, das habe ich noch nie gewonnen. Das ist unser hier, unser Schurke. Wieder, ja, 3 bis 4 an jedem Stein, da sind wir wieder. Ne? Bleibe ich jetzt mal hier, Freunde. Bevor ich mich hier immer verteilen und die gute 4 bis 1000 Leute an einem Stein eine Planung kaputt machen. No hate, by the way. Finde ich schön, wenn jemand was schreibt. Ne? Dann bleiben wir jetzt lieber auch hier und schauen, was passiert. Ne? Dann schauen wir lieber, was passiert. Da oben ist die Drecksau. Da ist der miese Heiler. Was bist du? Bist du jemand, der ins Stealth gehen will? Wenn ja, hast du dort. Oh, du bist der ins Stealth gehen will. Ah, ja, sag das doch, Junge. Dann kommen wir doch auch viel besser miteinander klar. Problem ist, den kriegen wir never alleine down. Beide Heiler. Oh, wir gehen hier wieder nur down. Warum bin ich denn jetzt an der Position, wo beide
Heiler sind, Alter. Das ist zwar nice, weil wir können ja Def-CD ziehen, wir können ja ein bisschen länger aushalten als vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Mage, der keinen Eisblock mehr ready hat oder so, irgend so ein Geschisse. Aber an und für sich ist das fürs Gameplay halt sehr unförderlich, weil wir diesen Fight unmöglich gewinnen können. Ne? Wir können diesen Fight einfach unmöglich gewinnen. Ich tapp hier einfach durch, Alter, dotter alles ein bisschen zu, ne, so, hier, der kriegt mal eine Saat mit rein, vielleicht kriegen die alle eine, ja, so, beide, oh, der Schocke, Mantel, der Schatten und Fiole, schade, das hätte sehr smooth werden können, aber gut, solange wir hier jetzt schön fighten, Freunde, ich sag mal so, warum nicht, guck mal, wir tappen hier ganz gemütlich durch, ne, Multidot ein bisschen, die Heiler haben zu tun, so, hier noch Fluch der Sprache mit rein, vielleicht gleich noch ein 4 hinterher auf dich, guck mal, du kriegst aber gerade ganz gut ins Maul, ne, der kriegt aber gerade sehr gut ins Maul, hör mal, wenn der da jetzt dranbleibt, noch ein instabiles, komm, ja, das glaube ich ja nicht, sehr, sehr schön gemacht hier, so, jetzt auf den Kollegen hier gleich switchen, come on, was soll der Geiz, Alter, ich hab was, kein Mana mehr im PvP, Alter, weil wir so heftig Multidotten hier, so, rauf auf den Kollegen, come on, Seelendieb verstärkt unsere Dots und jetzt instabiles noch ein Tick, jawollo, sehr, sehr smooth da und hier Transwitch, Alter, auf Wiedersehen, schön, extrem unerwarteter Fight hier, richtig, richtig sauber durchgezogen von unseren Kollegen. Sehr, sehr nice, als ob, Alter, das glaube ich nicht, Mantel der Schattengeschisse, ne, ich raste aus, komm, mach aus jetzt da, wie lange hält denn das, Junge, zweimal instabiles Gebrechen wasted, ich dachte, mindestens eins kommt durch, Alter, was ein Geschiss hier mit den Heinis, ne, jetzt müssen wir nur gucken, wo die anderen sind, die werden sich ja jetzt verteilt haben, das wäre ja gar nicht so undumm, wenn die das machen, liegen aber vorne, okay, und wir sehen, Freunde, 4 brauchen wir nicht, ne, wir nehmen hier unseren kleinen 4 einmal, ne, ansonsten 4 nicht mal drin, Alter, 4 not even needed, ja, wir gebrechen Sexer spielt im Jahr 2018 mit diesem 4 dort sehen die Geschisse, 4 dort sehen die, Alter, nee, weg, einfach weg, weißt du, einfach nur weg, so schön Saat reinballern hier, so, einfach beide einmal schön angeschissert hier, damit wir da gleich das Gebrechen einmal sparen, der wird einfach weggefiert und dann stirbt er jetzt einfach im 4, weißt du, er geht einfach down in the 4, Digga, so, und not, richtiger 4, Alter, not even needed, so, jetzt sehen wir auch, Mann, der Schatten, jetzt timen wir das richtig, pass auf, bam, Digga, so, nicht, dass einer denkt, der Boy kann das gar nicht, ne? Der kann das, der hat doch nur wieder keinen Bock da hinzugucken. So, gucke hier, sehen die Dots ticken härter und Kabao, Digga, auf Wiedersehen. Problem ist halt wirklich, wir kriegen die Kills einfach nicht, ne? Problem ist wirklich, wir kriegen die Kills nicht. Oder unten baut auch einer, ne? Das ist selten eine Doppelbautechnik hier, sehr, sehr schön. Das Problem ist, wir kriegen keine Kills, ne? Also richtig cool werden wir nicht rausgehen. Vielleicht mit einer Menge Schaden bei den Multidotten vorhin, das hat bestimmt gut reingetickt, obwohl kein Instabiles dabei war, ne? Aber, schwierig immer. Das ist immer schwierig beim Hexer, ne? Da hast du nicht so einen direkten Rums, da hast du keinen Execute oder so einen Scheiß, ne? Das ist einfach ein bisschen sad. So, Freunde, ich hoffe, ihr zerrt da jetzt nicht sinnlos oben rum. Der andere Hexer mit seiner... Er schreibt es auch gerade hier nochmal, ganz wichtige Ansage, glaube ich, an dieser Stelle. Der andere Hexer ist auch mit am Stizzle. Wir haben unseren Bersi-Buff. Das ist ein mieser Paladin. Come on, Digga. Was ist los? Was will er tun? Nee, so nicht. Also, so erstmal gar nicht. Ich muss ja wenigstens ein bisschen meinen Berserker nutzen, Digga. Wenigstens so ein bisschen. Katzi kriegt auch ihre Dots drauf. Natürlich gehen wir lieber auf die Katze. Ich weiß nicht, der Paladin gerade auch sehr gut down. Der hat aber bestimmt noch eine Bubble oder so. Oh, Hand des Schutzes. Mega geil. Guckt euch das mal an hier. Der Schaden auf die Katze, Alter. Wie wir einfach durchziehen können mit der Hand. Mega Play vom Paladin gerade. Zack und auf Wiedersehen. Das war mal Dotlock, Alter. Was für ein Vier, Digga. Ne? Hast du einfach guten Heiner dabei, Digga. Hand des Schutzes. Durchgezogen, Digga. Auf Wiedersehen. Richtig smooth. Richtig, richtig smooth. Da hinten sehen wir den nächsten, der Heiler. Bam, Junge, Ehrenstufen ab. Richtig schön. Ja, wir haben den Kill wieder nicht bekommen, ne? Dreimal instabiles Gebrechen drauf. Agonie, Verderbnis, Junge. Sehen die Bonus-Damage dazu und auf Wiedersehen. Was ist das denn für Schiss hier, Alter? Was soll das denn? Ja, wir slotten den Hexer mit Bersi-Buff down. Wir sind so coole Heinis, Mann. Wir sind so coole Heinis. Also Kopfnuss-Dispel, Digga. Why not, ne? Der Versuch war da. Wo ein Wille ist, ist auch ein Dispel. Das wissen wir ganz genau. Das ist auch wieder der Heiler, oder? Da steht wieder der Heiler da oben. Denkt sich, boah, hoffentlich greife ich keiner an. Und hier erstmal schön die Dots, ne? Und du auch, Junge. Ja, das war sehr auffällig, ne? Agonie kennt man, den One-Hit, ne? Der bekannte Agonie-One-Hit, wir kennen und lieben ihn. So, bevor der uns hier richtig auf den Sack geht, gehen wir lieber mal runter und hier unten war doch schon wieder, jawohl, das miese Bärchen. Wenn der wirklich ein Bär ist und hier ohne Skin spielt, ich weiß nicht, was ist das für ein Dudo, Junge? Guck mal hier, was der für Damage bekommt er in seiner Bärengestalt. Ich meine, der hält aus, klar, aber da tun ja auch Heiler in Bärenform, ne? Also davon abgesehen, nächste Katze kommt auch wieder ran. Oh, der hat gar keinen Bock direkt, ne? Der hat direkt keinen Bock mehr. Guck mal, wie er sofort abbaut, da Sport ziehen oder auf Wiedersehen. Sehr schön. Bleibt trotzdem knapp, Freunde. Bleibt trotzdem knapp. Wir müssen bei der Sache bleiben. Wir können uns hier nicht am Dot schaden. Guck mal hier, wie schön die tickt, Alter. Wie schön die tickt. Zweimal 10er Agonie, Alter. Die Dots, Junge. Bam, bam, bam. Die macht's nicht mehr lange. Nee, komm, Eisige Winde will man gar nichts mit zu tun haben, mein Freund. Da will man wirklich nichts mit zu tun haben. So, hier ist wieder unser Paladin. Da hinten ist ja Heiler. Schön. Jawohl, setzen wir hier mal Teufelswache mit drauf. Come on, jetzt mal richtig schön hier rein in das Maul des Kollegen. Da jetzt haut er ab. Jetzt geht er out of range oder was? Jetzt dispelt der hier einfach. Nee, so nicht. So nicht. So, also dann lieber gar nicht. Dann gehe ich hier auf den Paladin. Weißt du, wenn der da hinten mit Heim beschäftigt ist, dann gehen wir hier mit auf den Paladin. Ist ja kein Ding, weißt du? Dann machen wir hier schön bei dem Paladin ein bisschen Geschisse mit rein. Hat der Bubble an, weißt du? Ich sag so, Freunde, soll er machen, ne? Soll er machen. Wer die Bubble nicht ehrt, ist das Arzerit nicht wert.
Was du jetzt willst, du kleiner Sitzpisser. Weißt du, das frei mehr. Guck mal, ich gebe dir sogar Fluch der Sprachen. So sehr disrespekte ich dein Benehmen, Alter. So sehr disrespekte ich einfach dein mieses kleines Frostika-Benehmen. Und jetzt kriegst du richtig in die Fräse, Alter. Schön den Magic Damage. Guck mal, wie der downtickt. Wie einfach downtickt, Junge, ohne seine Antimagische, oder? Hier nochmal 10er Agonie erneuert. Jawohl, nochmal Instabiles drauf, Alter. Artefakt mit rein. Ja, schön, Synagosa. Und jetzt verpiss dich, Alter. Abgang und hinterher, ja, und auf Wiedersehen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut gerade, wobei wir auch sagen müssen, wie gesagt, Alter, mega nice. Wir haben auch zwei Heiler im Nacken, ne, die Paladine machen ihren sehr schönen Job. Ohne die Hand des Schutzes gegen die Katze vorhin hätte das durchaus böse ausgehen können. Wobei, jetzt will er Rache mit dem Bersi, Alter, und ich habe keinen Death-CD mehr ready. Oh, und der Schurke auch noch. Wenn da jetzt nicht wieder eine Hand des Schutzes oder so kommt, er baut einfach ab, wir müssen ihn nur beschäftigen jetzt. Ah, der Schurke hat's gemerkt, Z-Face, Pala ist down, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Schönes Ding, Junge, fallen mir gar nicht Fähigkeitsnamen ein, ne. Stabiles Bade drauf und weg ist er. Nice. Sehr, sehr schöne Runde hier. Sehr, sehr schöne Runde. Top Backup von den Kollegen. Super schöner Fokus hier. 915er Armschienen. Worst AF, Alter. Richtig schöne Runde. Richtig schöne Runde. Ich glaube, Schaden weiß ich gar nicht. Ja, oberes Feld doch. Oberes Mittelfeld auf jeden Fall schön dabei. Die Hexer hier natürlich am Stizzle. Mega Frostika, Paladin. Das sind die beiden, die uns auch auf den Sack gingen. Eine 7-3. Mega heftig, aber ansonsten hier, glaube ich, schöne Gebrechensrunde. Und wir haben gesehen, Freunde, wer mit 4 spielt und so. Ja, boah, Alter. Nee, komm. Komm, das ist Pussy, ne? Du takest den Damage in deine Fresse, ja? Du ziehst von mir aus ein Death-CD, dann benutzt du von mir aus einmal deinen Spontan-Vier auf wegen dem Heal und dann sind da aber auch schon genug instabiles Gebrechen drauf, um die einfach down zu bringen, ja? Und that's it. Dot Lock, ja? Heißt ja nicht umsonst, du heißt ja nicht 4-Lock, Mann, oder Pussy-Lock, ja? Sollte aber vielleicht bei einigen. Bis dahin, Freunde, haut rein. Tschüss.